Grüß Gott und herzlich willkommen bei Panorama, der Wochensendung von MEMA TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die sportliche Woche am Brugger Hauptplatz Beach an der Mur brachte heuer einen Teilnehmerrekord und einen Heimsieg. Best of Styria, eine Charity-Aktion im Hotel Vital in Bad Radkersburg und wir waren beim Stammtisch des Tourismusverbandes Hochsteiermark am Wilden Berg in Mautern mit dabei. Es war wieder das sportliche Ereignis in der Stadt Brugg an der Mur. Beach an der Mur brachte eine Woche lang tollen Sport auf den Brugger Hauptplatz. Wir haben ja darüber berichtet. Höhepunkt war sicher der Damen-Volleyball-B-Cup, der am Sonntag mit einem Heimsieg endete. Bei Beach an der Mur ging es am Samstag und Sonntag ins Grande Finale der 11. Auflage des beliebten Strand-Events. Auch heuer gab es wieder neuen Teilnehmerrekord in den Bewerben Boccia, Tennis, Soccer, Hand und Volleyball. Ein sportliches Event geht in Brugg wieder zu Ende. Beach an der Mur, wie sind jetzt die Eindrücke im Nachhinein? Ja, es ist wunderbar. Es ist eine wunderbare Veranstaltung. Der UVC SC Brugg hat da was Tolles auf die Füße gestellt. Hunderte, tausende Leute, die wieder da waren, da auf der größten Sandkiste, in der größten Sandkiste Österreichs. Tolle Angelegenheit. Um 15 Uhr fand dann das Finalspiel der Damen im Volleyball B-Cup statt. Die Brugger Lokalmatadore Lisa Konrad und Eva Dumphardt trafen auf Steffi Wiesmeier und Viktoria Meier. Wetterbedingt unterbrochen siegten letztendlich die beiden Bruggerinnen das Finalspiel. Ihr habt den zweiten Platz gemacht. Wie ist es euch da gegangen und woran ist es gelegen, dass es der zweite geworden ist? Wir haben einfach jetzt am Service wir selber nicht viel Druck machen können und sie haben extrem viel Druck am Service gemacht und haben uns durch das ein bisschen aufgemacht oder ausserviert, sage ich. Und wir haben einfach nicht ins Spiel reingefunden und ja, war schade, aber sie haben stark gespielt. Also sie haben es gut gemacht. Ihr habt es geschafft heuer. Schüttet jetzt einfach das Spiel ein bisschen. Im Endeffekt, glaube ich, war es wirklich die Konstanz, dass wir es geschafft haben, dauerhaft Druck auszuüben auf die Gegner. Ich denke auch einiges an Routine, also das hat man schon gemerkt. Und was auch ist, dass wir jetzt da doch die dritte Saison miteinander bestreiten. Wir kennen uns recht gut, wir kennen uns von der Halle sehr gut. Und da spielt man einfach miteinander viel eingespielter und das läuft einfach dann wie ein Rad ab. Bei der im Anschluss stattfindenden Siegerehrung konnte man die große Freude über das Erreichte förmlich spüren. Wie sehen die Spielerinnen der Schlusspaarung den Verlauf und die Stimmung bei den 11. Spielen in Brugg? Ja, leider hat das Wetter uns ein bisschen einen Strich, uns und den Veranstaltern ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich finde es immer wieder ein Glas der Herz kommen. Wir kommen gern und es ist ein super Turnier und sicher eines der besten auf dem Level in Österreich. Also danke an die Organisatoren, war wieder ein super Turnier. Ein sehr abwechslungsreiches Turnier. Sonnenschein, Hitze, Regen, Hagel, spannende Matches, auf und ab. Also es war ein Wechselbad der Gefühle. Das Wetter hat ja nicht immer so mitgespielt, aber trotzdem war es ein spannendes Match. Was sagt man jetzt zu den Siegern? Ja, Lokalmatadore, die gewonnen haben. Die eine Dame hat ja schon einmal gewonnen vor 3 Jahren. Jetzt die Lokalmatadore. Was Besseres kann einem Turnier nicht passieren. Man könnte sagen, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt waren wir vor kurzem bei der Pressekonferenz. Jetzt ist Beach an der Mur schon Geschichte. Wie war es als Veranstalter im Nachhinein? Also das Wetter war einmal fantastisch, es hat gut mitgespielt bis auf den heutigen Tag bei den Finalspielen, aber das ist auszuhalten und es war ein großer Erfolg, es waren wieder sehr viele Spieler, die mit Freude dabei waren und wir hatten zum Glück nur einmal einen Rettungseinsatz. Ein Höhepunkt, auch die Verlosung vieler schöner Preise. Und damit alles seine Ordnung hatte, wurde die Ziehung der Gewinner mit Kappe vorm Gesicht und Notar überwacht durchgeführt. Best of Styria hieß es vor kurzem im Vital Hotel in Bad Radkersburg und viele folgten dieser Einladung zu dieser Charity-Aktion für die Special Olympics.
Das Vidal-Hotel der Parktherme Bad Radkersburg hat in den Sommermonaten immer wieder große Events im Programm. So auch am 23. Juni mit vielen Stars aus der Musikszene. Den Auftakt gestaltete das Schneiderwirt-Trio. Unser Motto des Abends ist Best of Steiermark. Wir haben in der Steiermark so viel zu bieten. Wir schaffen es ja gar nicht alles, was die Steiermark an Top-Produkten, Produzenten und so weiter zu bieten hat, heute Abend einzuladen. Aber wir haben eine schöne Auswahl getroffen. Musikalisch mit Steirer Blut, mit den Schmidt-Lechner Buren, mit das Thüriner. Ja, wir haben auch ein paar Überraschungsgäste mit dabei. Und natürlich die Kulinarik, unsere Buschenschenker, unsere Weinbauern. Und wir haben heute das längste belegte Brot der Steiermark mit 300 Metern, das heißt 600 Halbmeter Brote, und das sponsern wir zugunsten der Special Olympics. Guter Geschmack für einen guten Zweck war das Motto. 4.200 Euro konnten durch diese Aktion symbolisch durch einen Scheck übergeben werden. Schladming ist einer der Austragungsorte der Special Olympics 2017. Ich bin zum einen sehr zufrieden und zum anderen fühlt man sich ja wohl, wenn man bei Freunden sein darf. Und im Vidal-Hotel bei der Claudia ist es natürlicherweise dazu angetan, dass man sich besonders wohl fühlt hier in Rackersburg. Und wir Schladminger, die wir so eine große Freundschaft pflegen in die Region Rackersburg, sind auch sehr froh, wenn nicht nur die touristischen und wirtschaftlichen Aspekte im Vordergrund stehen, sondern darüber hinaus der Mensch, der was es vielleicht in der Gesellschaft nicht nur einfach hat, auch gewertschätzt wird und in den Mittelpunkt gerückt wird. Und da hat es mit unseren Spielen 2017, den Special Olympics Weltwinterspielen, die stattfinden in der Steiermark in Graz, in Schladming und in der Ramsau, auch damit zu tun, dass wir versuchen, bestmöglich die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die was es eben nicht so leicht haben aufgrund von intellektueller Beeinträchtigung oder Ähnlichem. Special Olympics, die vom 14. bis 25. März 2017 stattfinden wird, bedarf es größtmögliche Unterstützung. Ja, für uns eine große Ehre, dass wir nach Radkersburg eingeladen worden sind zu unserer Partnerschaft, Partnerstadt, und Special Olympics ein bisschen präsentieren dürfen, aber vor allem, dass Radkersburg Special Olympics mit unterstützt. Best of Steiermark, das Mega-Event mit steirischer Kulinarik und steirischen Stars. So musste Waterloo erst zu einem Steirer gemacht werden, was er mit dem Erzherzog Johann Jodler bravourös schaffte. Und er brachte auch seine neue CD mit. Hallo meine lieben Steirer, was soll ich über mich erzählen? Ich bin natürlich eingeladen worden für die Special Olympics hier in der Steiermark, wo ich schon einige Mal dabei war. Und heute am Abend, glaube ich, gibt es noch irgendeine eine Geschichte verliehen. Ich aber. Es hat sich hier was ergeben letztes Jahr mit dem Roberto Blanco und dem Waterloo. Brauner Bär und Weiße Taube. Da ist da die Idee dazu entstanden. Neuer Text dazu geschrieben. Und es läuft schon sehr, sehr gut. Es wurde ein Video dazu gemacht. Schaut bitte rein. Und der Brauner Bär und Weiße Taube oder eben Roberto Blanco und Waterloo. Viel Spaß, alles Gute und grüß euch. Charlie Demmel schickte via Videobotschaft liebe Grüße aus Los Angeles. Mein Freund, den Frömmel, und alle Gäste, die heute bei diesem Event dabei sind. Habt viel Spaß, genießt den Abend und vielleicht denkt ihr bis lang nie. Ich bin in Los Angeles. Und das Modehaus Trummer brachte im Rahmen einer Modeschau Trachtiges aufs Parkett. Auch Styrina stellte sich der guten Sache und sie hat auch viel Neues zu berichten. Ja, das natürlich sehr gerne. Das ist natürlich ganz selbstverständlich, wenn man helfen darf, dass man das auch tut. Ja, und von mir wird es heute die neuesten Lieder geben, die ist jetzt da gerade Einzug in den Radiostationen stattfinden. Und und ich freue mich schon auf das Publikum, denn zu meinem neuesten Song Clevere Frauen gibt es ja seit neuem auch ein Video, wo der Mr. Ferrari Heribert Kasper, der
einer der Hauptrollen spielt. Es war wirklich ein Wahnsinn, für mich auch eine neue Herausforderung als Schauspieler. Aber ich habe mich sehr bemüht und es ist auch eine Ehre, wenn du bei so einem tollen Song clevere Frauen dabei sein darfst und auch mit einem Ferrari auch vor dem Schloss fällt, ist natürlich als Ambiente passend. Und ich hoffe, und ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Song wirklich ein Bestseller wird. Auch mit dabei bei der guten Sache Leo Abara, der mit dem Album Wann geht er erfolgreich in die Charts einstieg. Für den Höhepunkt des Abends sorgte Steirerblut und sie erwiesen sich als echte Stimmungsmacher. Ich würde mal sagen, für die gute Sache sind wir immer zu haben, also das war immer schon so bei Steirerblut. Und wir werden heute so einen kleinen Auszug machen, würde ich mal sagen, so aus den letzten 17 Jahren von Steirerblut. So lange gibt es jetzt schon unglaublich. Es wird für jeden was dabei sein, vom Bayerischen bis zu der schönen Schlagermusik, bis zu den schönen Balladen. Und wir werden versuchen, die Leute heute wieder auf unsere Seite zu bringen und richtig eine tolle Stimmung zu machen für diesen guten Zweck. Mit der Idee, steirische Musik, Kulinarik und Mode ins Vidal-Hotel einzuladen und das einem guten Zweck zu widmen, nämlich für Special Olympics 2017, verdient Direktorin Claudia Wendner und ihr Team einen riesen Applaus und ein großes Danke. Die Winothek der Familie Stadlober in Bruck an der Mur ist vielen gut bekannt. Hervorragende Weine und kulinarische Köstlichkeiten werden hier geboten. Davon konnten sich jetzt Kunden und die es noch werden möchten bei einem Tag der offenen Tür überzeugen. Gratis Weindegustation im Hause Stadlober in Bruck an der Mur, Schiffland. Am 25. Juni war für Weinliebhaber eine gute Gelegenheit, das sehr vielfältige Angebot näher kennenzulernen. Wir haben heute unseren ersten Tag der offenen Tür im Hause Weinhandel Stadlober in Bruck an der Mur. Wir haben heute 12 Winzer geladen, meine Stammwinzer, für die ich das ganze Jahr über fleißig verkaufe. Bei denen können heute alle Leute ihre Weine verkosten. Alle, die uns besuchen gekommen sind an diesem heutigen wunderschönen Tag, Sommertag, haben eben die Möglichkeit, sehr viele tolle österreichische Weine zu kosten. Ich bin das Weingut der Familie Auer aus Tattendorf. Wir präsentieren da heute unsere Weine. Wir kommen aus der Thermenregion in der Nähe Baden bei Wien. Und wir haben vor allem heute Pinot Noir und St. Laurent da. Das ist für uns, oder sind für uns die Hauptsorten. Und die wollen wir da in der klassischen Ausbaurichtung oder auch in der Barrique-Variante, die wir dann 18 Monate im Barrique ausbauen, präsentieren. Weingut Kadel und Gustav Strauß aus Gamlitz. Ich bin der Senior. Ich mache heute hier in Bruck für die Firma Stadlober die Weinverkostung. Wir haben nur Hanglage, typisch steirisch, fruchtige Weißweine, Klassiklinie. Wir haben 95% Weißwein, 5% Rotwein. Das ist unsere Betriebsphilosophie. Frisch, saftig, steirisch, fruchtig. Grüß Gott, mein Name ist Ernst Frischhoff, ich komme aus dem westlichen Weinviertel, ca. 70 Kilometer nordwestlich von Wien. Ich habe den Christian, den Juniorchef, vor 14 Tagen kennengelernt in Oberösterreich auf einer Weinverkostung und sind meine Weine ins Auge gesprungen und hat er mich für heute gleich eingeladen und ich möchte bei ihm gerne ins Geschäft kommen. Wir sind das Weingut Schlögl
aus der Südsteiermark. Wir freuen uns, dass wir heute in Bruck unsere Weine präsentieren dürfen. Wir haben eigentlich das Sortiment, was in der Südsteiermark bekannt ist. Es geht von Welschriesling, Scheurebe, Weißburgunder, Muscatella, Sauvignon, Chardonnay, Rosé, Zweigelt. Das sind unsere Sorten, die wir hier anbieten. Und wir freuen uns, dass wir die Brucker mit unseren Weinen erfreuen können. Guten Tag, Weingut Meinrad Markovic aus Göttlersbrunn Kanuntum. Wir präsentieren heute hier Grüner Veltliner Heidacker, unsere bekannte Purple Cuvée, genauso wie den Brucker Cuvée, der exklusiv gefüllt wurde für die Weinhandlung Stadl-Ober und unsere Cuvée Purple Extreme. Und noch einige mehr. Aber nicht nur Weine, sondern auch eine Feinkostabteilung bietet so manches zum Wein passend. Seit unserem Standortwechsler 2014, jetzt da auf Schifflen 5, haben wir im Zuge dieses großen Umbaus auch ein Gourmetgeschäft dazu gebaut, wo zum Thema Wein passende Delikatessen verkauft werden und wie gesagt auch Privatpersonen mittlerweile bei uns gustieren und einkaufen können. Am Tag der offenen Tür gab es auch Spezialitäten wie Schweinsfilet mit Schwammerlreis, Prosciutto und noch einiges mehr, eben zum Wein passend. Jedenfalls war es ein Tag der offenen Tür mit viel interessanten Einblicken und ein gelungener Hinweis, dass es im Hause Stadl-Ober Bruck an der Mur Wein, Feinkost und internationale Spezialitäten auch für privat zu kaufen gibt. Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken, Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacher Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Web 2000 Computertechnologie ist der Partner für Unternehmen, die ein neues Netzwerk, Server, PCs, Notebooks oder eine Gesamtlösung von namhaften Herstellern benötigen. Zu diesen Produkten überzeugt Web 2000 auch mit kompetenten und professionell geschulten Mitarbeitern, die für jeden Kunden das Richtige finden. Ebenso werden PC- und Notebook-Reparaturen fachmännisch, effizient, kurzfristig ausgeführt. Und für jene, die sich gerne ein neues Gerät inklusive eines neuen Betriebssystems zulegen möchten, auch hier bietet Web 2000 die passenden Produkte und Installationen. Rundum ein perfektes Service für Sie von Web 2000 Computertechnologie in Schirmitzbühl in Kapfenberg, erreichbar unter Telefon 03 62 32 3 × 7 oder auch im Internet unter www.web2000.at. Der Meisterbetrieb in Bruck an der Mur hat Kunden und Interessenten eingeladen, sich ein buntes Bild der Firma Krebien in der Leobner Straße zu machen. Zudem hat man neben dem erwarteten Verkaufserfolg auch karitativ unter dem Motto »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es« eine Hausmesse mit buntem Programm veranstaltet. Also der Wettergott hat für uns entschieden, die schlechten Tage sind hinter uns und jetzt sind wir sehr dankbar. Und jetzt haben wir das große Sonnenfest und die Hausmesse. Bei der Hausmesse haben wir ein Torwandschießen, da kann man bis zu 30% erschießen. Und dann haben wir ein schönes und ein sehr wertvolles Integrationsturnier mit dem BIOS-Institut gemeinsam. Es sind einige Brucker Firmen, was da teilnehmen und es sind 4 Stammspieler. Und wir werden dazu Kinder integrieren, dass wir 6 bis 7 Leute am Feld sind. Hauptakzent bei dieser Veranstaltung war das Rahmenprogramm, das auch für Unterhaltung sorgen sollte.
Gerade in den Tagen der Europameisterschaft in Frankreich konnte natürlich das Fußballspiel nicht fehlen. Aber wir wollen den Österreicher natürlich ein bisschen unterstützen. Und heute werden wir wie Europameister spielen. Sie werden auch einen Gast erwarten, einen Gast, der internationalen Fußballruf hat und der auch immer für Unterhaltung sorgt. Genau, das ist der Frankie Schinkels, ist ein persönlicher Freund von mir und der wird heute ca. um 16 Uhr mitspielen, wird sich auch integrieren und am Abend ist Autogrammstunde und eine Buchvorstellung und sein ganzes Leben wird ein bisschen präsentiert. Und immer wieder ein interessanter Mann. Natürlich, das Idee ist top. Ich glaube, dass es fast Pflicht ist, dass man hin und wieder an sowas mitdenkt, weil karikative Geschichten sind sowieso wunderschön. Also ein Integrationsturnier, so wie es heute gespielt worden ist, traumhaft. Alle haben Spaß gehabt, alle waren dabei mit Leidenschaft, mit Freude. Und wenn dann die integriert werden, die glücklichsten Momente haben, weil sie auch Fußball spielen, weil sie Tore schießen, dann ist es einfach schön, dabei zu sein. Und das waren bessere Spiele wie in Frankreich. Das kann ich aber eure Zuseher schon sagen, insgeheim. Es waren viel bessere Spiele wie in Frankreich. Ein Dank wurde der Firma Grebien für diese Bemühungen ausgesprochen. Während man der österreichischen Nationalmannschaft nur mehr Trost spenden kann, hat sich hier in Bruck etwas sehr Erfreuliches getan, nämlich Fußball für einen guten Zweck. Es war ein sehr hartes Spiel bis jetzt und wir sind noch immer in der Favoritenrolle. Das mit der Favoritenrolle, das glaube ich, das werden wir ändern wollen. Ja, genau, richtig. Ja. Haben Sie ein gutes Gefühl? Ja, ich habe ein super Gefühl, einfach nur deswegen, weil es alle taugt, die da sind und alle total cool kicken. Das ist mir das Allerwichtigste. Diese Einrichtung hier hat ja auch einen karitativen Hintergrund. Was, für wen spielt man? Der Harald Grebien hat das ins Leben gerufen. Er hat gemeint, er möchte gern fürs Bios was machen. Die Zeit passt jetzt gerade zu einem Fußballkick und das hat er organisiert. Wir haben ihm ein bisschen geholfen dabei und der Erlös, der heute da rauskommt, ist fürs Bios gedacht. Für den Malerbetrieb Grebien gilt, wo Grebien draufsteht, begibt man sich in eine bunte Welt. Wie schon in der Vorwoche berichten wir in dieser Sendung noch einmal über das Brückenfestival 2016 in Mürzzuschlag und bringen einen weiteren Auszug von diesem besonderen Musikfest. Ein Team von TV Mürz war dazu in Neuberg an der Mürz. Dieses Geräusch war es, das Ernst Kovacic für das hölzerne Klachter in der Billhofer Halle in Neuberg inspirierte. Im Musikfest der Region finden sich gerade im ländlichen Neuberg immer wieder auch Klänge aus der Region, aus der Natur. Ich gehe aus in dem Programm von Geräuschen, Holzgeräuschen, die alle Menschen kennen, also Holzhacken kennen, am Land zumindest alle. Und ich erinnere mich an die Dreschgeräusche, also in der Landwirtschaft. Und Klapotez ist in der Südsteiermark ein bekanntes Geräusch. Von diesen bekannten Geräuschen gehe ich aus und führe langsam über zu den modernen, schönen Schlaginstrumenten. Die sind nur Holzbretter, wie der Klapotez. Es wird aber nicht nur ein Bogen zu den neuen Klängen gespannt, die Brücken spannen sich auch über Generationen. Die
Viktor-Kaplan-Hauptschule mit der Josefine Seiberl. Und dann die Drescher sind die Familie Holzer, und zwar vom Vater bis über die Söhne zum Enkel hinunter. Also da wirken auch alle Generationen mit. Und da zeigt sich auch, das ist das Schöne in Neuberg, dass das nicht mehr ein Fest ist, das nur von den Veranstaltern also irgendwie geplant wird, sondern dass da die Bevölkerung auch schon sehr effizient mitgestaltet und mithilft und mit Freude auch. Das freut mich so, wenn ich mit einer Idee komme und das machen wir und so weiter. Freude mischte sich mit Aufregung für die jüngsten Künstler an diesem Abend. Premiere für Clap Snap des Schülerensembles der Viktor Kaplan Hauptschule Neuberg bei den Brücken 16. Das Konzert im Münster von Neuberg zeigte die Vielfältigkeit dieses Festivals. Waren es am Vortag noch fröhlich heitere Klänge, ging man hier der Frage nach dem Warum nach. Die Motette »Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen?« von Johannes Brahms gilt als Höhepunkt seiner geistlichen A Cappella-Kompositionen. Im Zentrum steht die alttestamentarische Figur des schwer geprüften Hiob. Es folgen Texte aus Klageliedern, dem Jakobusbrief und einem Choral Martin Luthers. Eine Kirche ist natürlich der Konzertsaal für ein Orgelstück. Und so kam auch hier ein Werk des Jubilars Friedrich Zerha zur Aufführung. Das Münster Neuberg ist mit einer enormen Akustik beschenkt. Und kein Besucher verließ dieses Konzert unberührt. Ein sehr emotionaler Abend beim Brückenfestival 2016. Das Dormitorium war der letzte Konzertsaal des Brückenfestivals 2016 mit einem Frühschoppen der Extraklasse. Zwischen Blasorchesterklängen und elektronischen Klangmontagen stand auf dem Programm. Blechschmelz war der Titel des diesjährigen Abschlusskonzerts. Und es schloss sich auch hier ein Kreis zwischen Kunst und Industrie. Beides hat in der Region einen wichtigen und wertvollen Stellenwert. Der Wilde Berg in Mautern ist Anziehungspunkt für viele Tierliebhaber. Einen Stammtisch der besonderen Art gab es jetzt in Mautern. Veranstalter war der Tourismusverband Hochsteiermark. Also ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin
Zu einem Stammtisch unter freiem Himmel lud der Tourismusverband Hochsteiermark zahlreich Gäste ein, die sich bei besten Wetterbedingungen dies natürlich nicht entgehen ließen. Wie wichtig sind solche Stammtische für den Tourismus? Ja, ganz wichtig, weil wir haben gemerkt, vor 9 Jahren ist das erste Mal initiiert worden. Und da war früher so, dass erstens einmal die Tourismusverbände sich gegenseitig nicht gekannt haben, die Betriebe untereinander, und es soll ein bisschen eine Verknüpfung stattfinden. Das heißt, es ist ein B2B, ah, wer bist denn du? Ah, ich bin der und der. Und das zweite, ja, das ganz wichtige Teil ist, dass man Ausflugsziele in der Region kennenlernt, um sie dem Gast so nah wie möglich weiterzuempfehlen. Der Gast kommt her und sagt mal, was kann ich heute tun? Und dann erinnert sich der Vermieter oder der Mitarbeiter im Tourismusverband, sagt, ich war letztens in Mautern beim Wilden Berg, das musst du anschauen. Es war so lässig, so schöne Viecher, und du kannst reingehen überall und ein Erlebnisspielpark, was willst du mehr? Und genau dafür sind diese Stammtische da. Mit dem Sessellift ging es als erstes auf Steiermarks Wilden Berg, um sich die zahlreichen Attraktionen heimischer Tierwelt genauer anzusehen. Wie wichtig sind denn so Kooperationen wie zum Beispiel der Tourismusverband Hochsteiermark? Tourismusverband Hochsteiermark ist ganz was Wichtiges, weil wir gemeinsam konzentriert auftreten und unsere tolle Landschaft, unsere tolle Region hier bewerben. Und das ist natürlich auf Messen sehr, sehr wichtig. Umso mehr freut es mich, dass heute die Hochsteiermark Besuch macht bei uns und dann halt am Wilden Berg, wo der Wilde Berg ein wichtiger Leitbetrieb unserer Region ist. Und ich sage, in der Hochsteiermark traue ich mir schon sagen, dass auch einer der Leuchttürme ist. Als erste Station waren die Wildkatzen Dom und Schere an der Reihe, und neugierig waren nicht nur die Besucher, auch die Katzen schauten genau, was sich vor ihrem Gehege so abspielte. Auch Nachbar Fuchs braucht in diesem Park nicht die Gans zu stehlen. Wir sind dabei, dass wir uns eigentlich als Alpentierpark präsentieren wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich keine Exoten haben, sondern wirklich heimische Tiere. Und derzeit, der Tierstand schwankt zwischen 270 und 320 Tieren. Das ist, wir haben im Frühjahr natürlich immer einen Haufen Jungtiere, die dann wieder abgegeben werden. In einem wunderschön angelegten Areal begegnet man hautnah der heimischen Tierwelt. Und diese lässt sich auch trotz der vielen Besucher nicht aus der Ruhe bringen. Auch Fotografen finden hier viele lohnenswerte Motive. Ganz oben auf der Liste stehen sicher die Bären. Die Hochsteiermark gibt es ja doch schon einige Zeit. Wie hat sich dieser Name platziert? Der Name hat sich im Aus- oder im weiteren Sinn weiter weg, also im regionalen Bereich, sehr gut etabliert. Das heißt, sie können damit schon was anfangen. Und es ist jetzt 9 Jahre her. Man merkt auch in der Region, dass sie anfangen, damit zu arbeiten. Wir haben sehr viele Betriebe, die was bei uns Ansuchen stellen und sagen, dürfen wir den Namen Hochsteiermark führen? Die KGS ist jetzt mit den Landeskrankenhäuser Hochsteiermark daher. Also es wird immer mehr dieser Markenname benutzt, beziehungsweise es dauert halt auch seine Zeit, bis man sich dran gewöhnt. Man sagt ja immer, um Gottes Willen, wir sind ja Obersteiermark, seit wann heißen wir Hochsteiermark? Wir sind alles Obersteirer. Der Hochsteiermark ist einfach ein touristischer Begriff für eine kleine Region in der Obersteiermark. Am Ende des Rundganges gab es neben den Greifvögeln noch die tapsigen Waschbären. Und da frische Luft nicht nur Wildtiere hungrig macht, gab es zum Abschluss für alle noch eine kräftige Jause. Dunkle Wolken, Hagelschaden am Auto. Da hilft nur eines, Lackiercenter Fuchsbichler in Kapfenberg. Die Firma Fuchsbichler ist der Spezialist für die Hagelschadenreparatur. Bei uns werden die Hagelschäden von unserem Herrn Attila, der ist ein qualifizierter Mitarbeiter, lackschadenfrei repariert. Bei unzugänglichen Dellen kommt das Klebeverfahren zum Einsatz. Bei der Firma Fuchsbichler in Kapfenberg gibt es alles aus einer Hand.
Das heißt Kalkulation, Reparatur und Abrechnung mit Versicherungen. Der Fuchsbichler macht das Auto wieder gut und schön. Ab jetzt Mema TV auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/MemaTV. Wir warten auf eure Likes. Es werden in Zukunft verstärkt Transporte von der Straße auf die Schiene verlagert werden und das erfordert intelligente Logistiklösungen. Eine Herausforderung, die ein steirisches Unternehmen bereits sehr erfolgreich umsetzt. Von der Idee zur Realisierung und darüber hinaus hat sich das Unternehmen InnoFlight bereits europaweit einen Namen gemacht. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Entwicklung innovativer Behältnisse und Entladesysteme in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Was zeichnet uns aus? Wir sind sehr innovativ. Wir haben neue Systeme entwickelt für den Eisenbahntransport, das heißt neue Waggons, besonders leicht, besonders multifunktionell und die entsprechenden Container dazu. Zu unseren Kunden zählen vor allem große Industriebetriebe, zum Beispiel eine Voestalpine, Sappi, Zellstoff Böls, Mondi Packaging. Das heißt, alle Unternehmen, die Rohstoffe benötigen, zählen eigentlich zu unserem Kundenkreis. Und wir sind auch sehr international. Wir haben ca. 40 Mitarbeiter. Ein Drittel des Geschäfts machen wir ungefähr in Österreich und die restlichen zwei Drittel in anderen Ländern in Europa. InnoFreight ist spezialisiert auf reibungslose Transportabläufe. Kombinierbarkeit macht das Unternehmen flexibel. Die Modulfähigkeit in den unterschiedlichsten Entladetechniken sind Erfolgsfaktoren der InnoFreight. Wir verbinden die Eisenbahn mit dem Endkundler. Das heißt, unsere Stärke ist, wir errichten Anlagen für den ganzen Materialumschlag beim Endkundler. Wir haben die entsprechenden Behälter dazu, dass man die besonders einfach und schnell, auch im Winter, wenn es sehr kalt ist, entladen kann. Das ist eigentlich unsere Tätigkeit. Wir sind Logistikdienstleister, der sich auf diese Technologie spezialisiert hat. Wir sind eine Gruppe von Ingenieuren. Ich würde sagen, manche sagen, wir sind auch ein bisschen verrückt, aber das gehört wahrscheinlich dazu. Wir sind sehr innovativ und ich glaube, der Erfolg gibt uns recht. Wir haben ca. 10.000 Container bereits im Einsatz. Wir machen ca. 700.000 Containerentladungen pro Jahr. Ich glaube, das ist für so ein kleines Unternehmen sehr beachtlich. Die wachsenden Anforderungen machten es daher auch notwendig, am Terminal St. Michael eine neue Reparaturhalle zu bauen und am 22. Juni 2016 wurde mit dem Spatenstich der Baubeginn signalisiert. Der Terminal St. Michael, der ist seit nunmehr 24 Jahren hier im Betrieb und die Wirtschaft in der Obersteiermark hat sich so entwickelt, dass wir als ÖBB Infrastruktur nun so weit sind, dass wir gesagt haben, hier muss ausgebaut werden. Wir müssen in die Wirtschaft investieren. Es wird eine Reparaturhalle gebaut und mit dem Bau wird heuer noch begonnen. Also die Nutznießer dieser neuen Anlage, die hier gebaut wird, wird definitiv die Wirtschaft in der Obersteiermark sein. Es gibt sehr viele Firmen, die mittlerweile auf Containersysteme umgestellt haben und die Container werden hier bei uns in St. Michael bereitgestellt, gewartet und erhalten. 6.000 Reparaturen sagen aus, wie bedeutsam der Bau dieser Reparaturhalle ist. Ja, einen wesentlichen Beitrag und eine wesentliche Bedeutung, weil wir als ÖBB Infrastruktur und als Terminal Service Austria hier wieder den Güterverkehr auf die Schiene bringen wollen und mit dem heutigen Spatenstich und mit dem heutigen Beginn wieder in St. Michael mehr Geschäft zu machen, setzen wir einen Schritt, um die Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu bringen. Es wurde mit der Firma InnoFreight ein 20-jähriger Kooperationsvertrag abgeschlossen. Dieser Kooperationsvertrag mit der Firma InnoFreight sichert auf der einen Seite eine Arbeit hier am Standort, es sichert 10 Arbeitsplätze und auf der anderen Seite auch für die Firma InnoFreight einen sehr guten Partner, den sie mit im Portfolio haben. Sie haben den Transport, InnoFreight hat die Lösung.
Damit zum Fußball und hier zu den Damen des LUV. Durchwachsen, so könnte man die abgelaufene Saison der Mädels bezeichnen. Guten Spielen folgten wieder ein paar Patzer. Trotzdem war man mit der abgelaufenen Saison zufrieden. Ein Bericht von Bert Oberhauser. Er hat Zugkraft. Er bringt den Frauenfußball in der Obersteiermark wieder auf Schiene und steht ständig unter Strom. Kein Wunder, denn er war in seinem zivilen Beruf Lokomotivführer. Er ist der Obmann der Spielgemeinschaft DFC Leoben und LUV Graz. Sein Name Robert Hitzelsberger. Die Herbstsaison war sehr gut, also es war nicht alles schlecht. Aber durch gewisse Ungereimtheiten, Probleme, Abgänge von Spielerinnen war der Frühjahr nicht unbedingt positiv. Die heurige Saison war für die Spielgemeinschaft ziemlich durchwachsen. Der Obmann hat sich nun von einigen Akteuren getrennt. So wurde der Vertrag mit dem slowenischen Trainer nicht verlängert und auch sämtliche Legionärinnen aus dem Nachbarland Slowenien werden in der nächsten Spielzeit nicht mehr für die Spielgemeinschaft einlaufen. Und der Himmel weinte und so manche musste die Mannschaft verlassen. Natürlich, wir haben Konsequenzen gezogen. Es gibt im Kader gravierende Veränderungen, also Abgänge, Neuzugänge. Der Vertrag mit den Trainer ist auch ausgelaufen, also ja, wir sind mitten in der Umstrukturierung. Der Großteil der Mannschaft bleibt ja und der Obmann hat sich auch ohne Legionärinnen viel für die nächste Saison vorgenommen. Nein, das ist sicher nicht leicht, weil die Qualität ja auch stimmen muss. Wir spielen ja immer in der ersten Liga. Aber das ist meine Aufgabe. Ich werde das schon zusammenbringen. Saisonstart ist Mitte August 2016. Gespielt wird mit neuen Trainerduo sowohl in Leoben als auch auf der Anlage des LUV Graz. Ja, der neue Trainer, das wird der Herr Thomas Rupp sein für die Bundesligamannschaft. Er ist ein langjähriger Kollege von mir, hat mit den Damen schon viel zu tun gehabt. Der Co-Trainer wird der Jochen der Spreizer werden. Es ist eigentlich schon fix. Wir müssen einfach wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammenbringen, wo das Kollektiv, die Kameradschaft und wo alles passt. Und dann funktioniert es auch wieder in der Meisterschaft. Hat sich also der Einsatz von Legionärinnen aus dem benachbarten Ausland bewährt oder nicht bewährt? Ja, natürlich hat er sich bewährt, sonst hätten sie nicht bei uns gespielt. Aber meine Philosophie, wir müssen mehr auf eigene Spielerinnen schauen, weil wir haben in Österreich gute Spielerinnen, genug. Und ich denke doch, dass die mehr gefördert gehören. Das letzte Spiel gegen die Mannschaft Südburgenland endete friedlich mit einem 1:1 Unentschieden. Er zählt wohl zu den sportlichen Großereignissen in der Steiermark, der Grazathlon. Auch heuer waren wieder viele Starter und Starterinnen mit dabei und quälten sich mehr oder minder durch die Grazer Innenstadt. Mittendrin ein Filmteam von MEMA TV. Teilnehmer haben für diese spektakuläre Veranstaltung genannt. Es gab keine Preisgelder zu gewinnen, aber man hat wieder ein Stück Lebensfreude gewonnen. Mit Start und Ziel in der Event-Arena des Augartens erlebten Akteure sowie Zuschauer eine spannende sportliche Veranstaltung mit hohem Unterhaltungswert. Die Läufer bei diesem Grazathlon mussten trotz des Schlechtwettereinbruchs 16 Positionen überwinden. Man konnte meinen, dass einige Hindernisse schier unüberwindbar seien. Aber die äußeren Bedingungen tun diesem Event keinen Abbruch. MEMA TV hatte 4 Kamerapositionen eingenommen, um Ihnen einige spektakuläre Szenen optisch zu vermitteln. Die Strecke führte über die sogenannten Murnockeln, Full House, über eine Rutschpartie und einen Zwischenpunkt Hupf in Gatsch. Jeder einzelne dieser 3500 Teilnehmer hatte eine tolle Leistung vollbracht. Bemerkenswert vor allem die Teilnehmerinnen einer Altersklasse, in der es vielleicht viele nicht mehr wagen würden, sich auf die Strecke zu begeben.
Voriges Jahr waren 18, heuer sind nunmehr 16 Hindernisse verschiedensten, unterschiedlichen Schweregrads, von leicht bis wirklich eine riesige Herausforderung. Einer der Hindernisse ist auch der Schlossberg und das ist schon sehr mühsam, aber wenn man den Schlossberg hinter sich hat, dann geht es bergab, im wahrsten Sinn des Wortes, dann kann es Tempo machen und das ist das, was ich gern mag, runterlaufen. Und dann noch so nach 5 Kilometer komme ich in Schwung. Das war halt auch so. Ich brauche leider eine lange Anlaufzeit. Neben dem sportlichen Wert ist es vor allem ein Beitrag zur Gesundheit, zum körperlichen Wohlbefinden und Stressabbau. Einer der anspruchsvollsten Streckenteile war zweifelsohne der Lauf auf den Grazer Schlossberg mit herrlichem Blick auf die Landeshauptstadt. Ein schöner Rahmen, hochkarätige Wirtschaftstreibende konnten in dem Ambiente des Brucker Rathaushofes Gedanken zum aktuellen Wirtschaftsgeschehen austauschen. Interessant war, dass die Kommunalpolitik vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Bruck an der Mur mit Vertretern der Wirtschaft aus der Region in einer lockeren Atmosphäre über anstehende Probleme und deren Lösung besprechen konnten. Hier geht es bei einem gemütlichen Kaffee, sich entsprechend auszutauschen. Die Stadt Bruck ist natürlich im höchsten Maße interessiert, gute Kontakte mit der Wirtschaft gemeinsam aufzubauen. Und hier gibt es eine gute Gelegenheit, im Rahmen des sogenannten Wirtschaftsfrühstücks diese Netzwerke entsprechend aufzubauen und zu pflegen. Und hier geht es wirklich um die Interessen der Wirtschaft und natürlich auch um die Interessen der Stadt Bruck an der Mur. Und die Herausforderungen werden sowohl für die Wirtschaftstreibenden und auch für eine Stadt in unserer Größenordnung in Zukunft ja nicht kleiner und können nur gemeinsam wirklich erfolgreich umgesetzt werden. Und deshalb ist die Stadt gerne bereit, hier unterstützend dabei zu sein und hier diesen Kontakt mit der Wirtschaft. Wir haben ein Investorennetzwerk inzwischen schon aufgebaut und jetzt dieses Wirtschaftsnetzwerk, um hier wirklich immer eng im Kontakt zu sein, zu wissen, was sind die Sorgen und Anliegen der Wirtschaft. Umgekehrt gibt es die Möglichkeit natürlich, auch unsere Vorstellungen an die Wirtschaftstreibenden zu transportieren und so gemeinsam auch Entscheidungen zu treffen. Das Wirtschaftsfrühstück zum zweiten Mal in Bruck soll künftighin monatlich jeweils in einem anderen Unternehmen stattfinden. Die Gespräche dienen dem Nutzen von Synergieeffekten sowie dem Aufbau von Beziehungen und Empfehlungen. Das Wirtschaftsfrühstück soll Unternehmen und Unternehmerinnen zusammenbringen, um miteinander auch Geschäfte machen zu können. Denn vor Ort ist es am leichtesten, wenn man sich kennenlernt, wenn man sich auch intensiv kennt, man fasst Vertrauen, man baut eine Beziehung auf und so kann man auch wissen, dieses Geschäft geht dann auch in Ordnung, dass man miteinander macht. Die Teilnehmer waren durchaus von den Anbahnungen und Ergebnissen begeistert. Und Tenor dieses Treffens war die Schlagzeile »Stärken ergänzen sich«. Damit kommen wir noch zur Musik und unseren Beiträgen von Musik ohne Grenzen am Brucker Hauptplatz. Heute mit dabei Marlena Martinelli, die Gruppe Nordwand und Selina. Viel Vergnügen wünsche ich Ihnen.
Das war wieder unser Panorama für diese Woche mit Berichten und Beiträgen aus unserer Region. Sie finden uns auch im Internet unter memertv.com. Unsere Beiträge sind auch weltweit auf YouTube und Facebook abrufbar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem Programm von MEMA TV. Bis zum nächsten Mal, haben Sie eine schöne Zeit. Wiederschauen.